Herzlich willkommen zurück zu Pendiment, einer weiteren Folge in diesem Let's Play. Wir sind unterwegs in Tassing mit Magdalene Druckerin und auf der Suche nach der Geschichte von Tassing. In der letzten Folge haben wir das Buch der Geschichte von Tassing gefunden. Und ich bin sehr gespannt, wie wir in den Gesprächen, die wir jetzt führen werden mit Adam und mit dem alten Peter und mit dem schwarzen Till, noch mehr erfahren werden. Und ich denke, dass wir des Rätsels Lösung sehr, sehr nahe sind. Doch bevor ich das tue, würde ich ganz gern etwas anderes zeigen. Und es wundert mich, dass ich da bisher nicht drauf gekommen bin. Nämlich, dass es den großartigen Soundtrack von Pendiment auf allen Streaming-Portalen gibt zum Nachhören. Und das ist wirklich großartig. Und auf ein Detail würde ich ganz gern hinweisen, also wir hören jetzt gerade die Titelsequenz, die es wirklich in sich hat, meiner Meinung nach. Und das großartige Albumcover, das Andreas Mahler zeigt, ist natürlich direkt an die Selbstbildnisse von Albrecht Dürer angelehnt und ist so schon im Blick wert. Möglicherweise schaue ich mir das in einer weiteren Folge zu einem späteren Zeitpunkt auch noch einmal an. Gut. Also, ich verlinke den Soundtrack ab sofort mit in der Beschreibung unter den Videos und würde mich sehr, sehr freuen, wenn der Soundtrack viele Hörerinnen und Hörer findet, denn zu diesem guten Spiel, sehr guten Spiel, passt natürlich einfach ein ausgezeichneter Soundtrack. Gut, ich blende das jetzt das mal ab und würde die Spielmusik tatsächlich oder den Spielsound wieder hochziehen. Und stoppe jetzt mal die Wiedergabe. Die dürfte jetzt aber nicht zu hören gewesen sein. So. Blenden wir das Ganze aus und springen mal direkt ins Spiel. Ich musste jetzt in das Haus von dem Druckers zurück, weil hier die Umgebungsgeräusche nicht ganz so auf den Soundtrack eingezahlt hatten. So, und ich schau mal ganz schnell, wo wir sind. Wir müssen uns jetzt. Wir müssen Mathieu schreiben. Wir sollten mit dem kranken Peter reden, mit dem schwarzen Till und mit dem Köhler. Ich würde das mal umgekehrt machen. Ich würde jetzt mal tatsächlich zunächst erstmal mit Adam sprechen. Genau. Mit Adam reden, dafür müssen wir in den Wald. Oh, jetzt geht der Lüfter hoch. Jetzt muss ich die Hand ein bisschen drücken, wird sehr warm. Wer ist das? Nico? Mit dem rede ich doch mal. Warum sitzt er hier so alleine rum im Wald? Wartet er auf irgendwas? Oh, hallo Magdalene. Nico, was macht ihr hier draußen? Ich warte auf meine Zeit und denke über das Leben nach. Im Wald zu dieser kalten Jahreszeit? Ich mag die Ruhe und die Kälte. Gibt mir das Gefühl, am Leben zu sein. Und ich freue mich auch nicht darauf, ins Gasthaus zurückzukehren. Ich bezweifle, dass ihr das Gasthaus selbst über Kilian meidet, also würde es wohl Hannah sein. Ja. In letzter Zeit streiten Hannah und ich fast jeden Tag. Also gehe ich im Wald spazieren, um einen klaren Kopf zu bekommen. Was ist zwischen euch beiden passiert? Wir haben einander belogen, Abneigungen entwickelt, uns auseinandergelebt. Diese Geschichte ist so alt wie die Ehe selbst. Ich sehe keinen Sinn darin, aus Liebe zu heiraten. Es sollte eine Partnerschaft sein wie ein Geschäft. Vielleicht ist es so das Beste. Ihr könnt nicht enttäuscht werden, wenn ihr keine Erwartungen habt. Wir waren einmal verliebt, glaube ich. Es ist so lange her, dass ich mich kaum noch erinnere. Also ich war verliebt. Ich hätte alles für sie ertragen, sogar diesen verdammten Müller. Wenigstens starb Lennart bei der Revolte, aber das hat Hannah nicht daran gehindert, unsere Ehe in den Schmutz zu ziehen. Ich schluckte meinen Stolz hinunter und ließ es zu, weil ich dachte, es würde sie glücklich machen. Aber ich sollte nicht mit euch darüber sprechen. Ihr habt mich in einem schwachen Moment erwischt, Magdalene. Es mag unangemessen sein, aber ich höre trotzdem zu. Nett von euch. Wenn ich ein besserer Mann wäre, würde Hannah mich vielleicht immer noch lieben. Jetzt sind wir zu alt, um uns zu ändern.
Sie ist zu stur, ich bin zu schwach. Es ist sinnlos. Die Dinge können anders sein, wenn ihr den Mut habt, sie zu ändern. Wegen solcher Gedanken wurde Otto getötet. Und Peter. Und Ulrich. Wäre ich so mutig wie sie, dann wäre ich wahrscheinlich tot. Es ist noch nicht zu spät für euch und Hannah wieder Freude zu finden. Ach, die Jugend. Was spielt das jetzt für eine Rolle? Wisst ihr, ich erinnere mich, wie mein Vater nach dem Tod meiner Mutter war. Hat ständig darüber nachgedacht, was er ihr nicht gesagt hat. Und was sie nicht tun konnten, weil er zu sehr mit der Presse beschäftigt war. Er kann daran nichts mehr ändern, aber ihr und Hannah habt noch eine Chance. Nein, unser Moment ist bereits an mir vorübergegangen. Ihr werdet verstehen, wenn ihr älter seid, Magdalene. Wenn ihr Zeit hattet, Fehler zu machen. Ihr werdet sehen. Es tut mir leid, dass ich euch damit belastet habe. Bitte sagt eurem Vater nichts. Geht nach Hause, Nico. Das ist gut. Bis später, Magdalena. Bis dann. Na, da wird hoffentlich jetzt keine Story draus. Gut. Darauf hätte ich jetzt keine Lust gehabt. So, Adam. Jack. Guten Tag, Fräulein Polen. Ich habe es euch gesagt, Adam. Nennt mich Magdalene. Alte Gewohnheiten nehme ich an. Was führt euch in meine Ecke des Waldes? Noch mehr Tratsch? Nur alter Tratsch, ich habe mich gefragt, ob ihr etwas über die alte heidnische und römische Mine wisst. Mine? Ist es ein nettes, neues Interesse von euch, Magdalena? Die Stadtbewohner wandern nicht mehr so oft wie früher. Eigentlich sehe ich nur noch diese Zwillinge, die ständig Ärger machen. Sie kennen einen Weg hinein, aber ich will verdammt sein, wenn ich jemals einen Fuß in die Nähe dieses Ortes setze. Was interessiert euch dort so sehr? Das Wandbild im Rathaus braucht einen Abschnitt über die frühesten Tage von Passing. Die Mine ist der älteste Teil von Tassing und ihr habt scharfe Ohren. Ich dachte, ihr hättet vielleicht etwas gehört. Ich weiß nicht, wie man hinunter in die Mine gelangt, aber ich kenne einige Geschichten über sie und die anderen römischen Ruinen dagegen. Diese alten Geschichten hat mein Vater mir erzählt, als er der Köhler von Tassing war. Die über Mars und Tassia. Sadia Tassia, das ist es. Die Nymphe mochte ich immer am liebsten, aber daran war wohl meine Jugend schuld. Die Geschichte habe ich vergessen. Uns die denn erzählt? Hat uns die der Adam erzählt? Dem Andreas? Dass Mars gebadet hätte mit der Nymphe? Das hier, wie in Passing? Die Bewohner haben die Stadt nach einer heidnischen Göttin benannt. Noch dazu einer römischen. Ich erzähle euch die Geschichte gerne, Magdalena, aber ich warne euch, sie ist ein bisschen schlüpfrig. Oh, jetzt bin ich aber neugierig. Ha, ich werde euch nicht schockieren, sonst rückt mich noch euer Vater wegen Schamlosigkeit. Aber ich werde die anständigen Teile erzählen, an die ich mich noch erinnere. In Ordnung. Alle schließen mich von jedem Spaß aus. Ihr werdet euren Spaß schon noch bekommen, Magdalena. Wartet's nur ab. Schon gut, also wie geht die Geschichte? Nun, die Legende besagt, dass Mars in diesen Wäldern auf Jagd war und ein fettes Wildschwein erspäht hatte. Er hatte gerade seinen Speer in Anschlag gebracht, die Lanze, als er plötzlich Schreckensschrei einer Frau hörte. Natürlich lief die Kreatur davon und der Gott war wütend über den Verlust seiner Beute. Also marschierte er durch den Wald, um herauszufinden, warum eine Frau sich im Wald aufhielt, statt in ihrer Stadt. Warum sollte ein Gott im Wald von Tassing auf Jagd gehen? Woher soll ich das wissen? Vielleicht wollte er einfach nur einen flotten Spaziergang machen. Außerdem, warum sollte alles sinnvoll sein, was die Götter tun? In den alten Zeiten streiften noch Geister umher. Ich brauche mehr Tatsachenatem, keine Volksmärchen. Jede Geschichte trägt einen Samen der Wahrheit in sich, Magdalene. Wie sonst sollte daraus eine Geschichte werden?
Wenn ihr Tatsachen wollt, geht zum Arzt oder dem Erfinder. Ich bin kein gelehrter Mann, aber ich weiß so einiges. Geschichten gehören dazu. Tut gut, sprecht wahr. Mars fand also eine Nymphe namens Tassia, die in einer Quelle badete. Und da war ein fetter, hässlicher Satyr, der sie vom Ufer aus ärgerte. Als er die bedrängte Nymphe sah, wurde Mars wütend und verwandelte sich in einen Wolf und tötete den Satyr. Hat er nicht auch den Gaius mit Hellos gerettet? Das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Und dafür nun ja? Tassia hat den Gott dafür gebadet. Ah, ich verstehe, sie haben gebadet. Hey, ich habe euch gewarnt, Magdalena. Als Mars das Becken verließ, tropfte Wasser von ihm ab auf den Boden und Blumen und andere Pflanzen wuchsen. Sie sagen, deshalb sei dieses Tal so fruchtbar. Wir bauen hier seit Generationen Getreide an. Die Menschen wollen dafür einen Grund, selbst wenn es die Götter sind. Warum auch immer, Tassing ist seit Jahrhunderten mit fruchtbarem Boden gesegnet. Sehr viel von dem, was die Römer zurückgelassen haben, wurde im Laufe der Jahre zerstört, aber ich finde es gut, dass wir immer noch diese Geschichten haben. Man kann Geschichten nie wirklich zerstören, solange es Menschen gibt, die sie erzählen. Natürlich haben auch die Römer verdammt viel zurückgelassen. Die Stadt ist eigentlich sehr römisch, mehr römisch als bayerisch. Weil es so lange eine römische Kolonie war, dass wie viel von der Stadt auf römischen Fundamenten gebaut ist. Tassing ist heute tatsächlich viel kleiner als zu römischen Zeiten. Das ist zumindest meine Schlussfolgerung. Die Ruinen reichen tief in den Wald und bis zur alten Mine. Halb Tassing wurde auf römischen Steinen errichtet. Macht einen Spaziergang durch die Stadt, dann werden euch Dinge auffallen. Wir haben ihre Steine zum Bauen benutzt. Der alte Tempel am Schrein von Satya ist überwuchert. Aber das Aquädukt erstreckt sich über Kilometer. Also der Zugang. Das ist der Tempel von Satya. Sogar die Abtei war früher ein altes römisches Kastell. Das wussten wir schon. Unter der Straße könnt ihr einige römische Pflastersteine sehen, wenn ihr genau hinschaut. Wir sind vielleicht keine Römer, aber die Stadt ist römisch. Tassing wird seit Jahrhunderten auf sich selbst errichtet. Was für eine schöne Idee. So ist das Leben. Die meisten Menschen bemerken die alten Steine nicht. Zu beschäftigt in der Stadt, um zu sehen, was direkt vor ihren Augen liegt. Vielleicht sollte ich dann einen Blick auf die alte Mine werfen. Ich würde ein besseres Gefühl dafür bekommen, wie es dort tatsächlich war. Haha, aber ich würde nichts aufhalten. Ich sehe schon, dann werde ich es auch nicht tun. Haltet da unten einfach Ausschau nach Wölfen oder Satyren, ja? Ich sag Bescheid, wenn ich welche sehe. Vielen Dank für eure Hilfe. Viel Glück, Magdalena. Passt auf euch auf. Super. Super. Warte. Da kann man nichts erkennen. Also das alte Kastell, das hatten wir schon, ne? Das sieht man jetzt auch nicht mehr auf der Karte. Da ist jedenfalls dieser, da ist Satya, da ist dieses, diese Quelle. Und jetzt haben wir schon drei Geschichten. Also wir haben Mars und Tassia. Jetzt muss ich mir mal notieren, ich vergesse das. Mars und Tassia. Dann notiere ich mir mal das jetzt. Ich sitze hier und habe keinen Stift. Das ist wieder südhübisch, ja. Also, Mars und Tassia. Dann haben wir Gaius Metellus und irgendwas und Satya. Kann das sein? Und dann haben wir den heiligen Mods und offensichtlich Satya. Ich weiß nicht, wie diese zweite Person ist. Es kann sein, dass ich das jetzt verwechsle. Und Mars verwandelte sich in einen Wolf.
Der Wolf erschien Gaius Metellus und hat den zu einer Quelle geführt. Und bei dem heiligen Moritz war es wiederum Satya, die ihn zu der Quelle geführt hat. Also die Geschichten kreisen alle umeinander. Das Interessante aber ist nicht Satya oder Tassia oder wer auch immer, sondern das ist das Maß, Gaius Metellus und der heilige Moritz alle in den Speer getragen haben. So. Dreimal dürfte raten, von wem die Hand nicht ist. Sie ist weder von Mars und sie ist auch nicht vom heiligen Moritz. Okay. Ich gehe mal weiter. Huch, was ist das? Das ist Apollo. Hey Magdalene. Hallo Apollo, was machst du gerade? Ich suche Frösche. Artemis sagt, sie hat neulich einen gesehen und wir wollen einen ganzen Haufen sammeln. Das ist Artemis. Die sieht aus wie Ursula. Wofür brauchst du Frösche? Kommen zu dieser Jahreszeit nicht heraus. Woher weißt du das? Artemis hat gesagt, sie hat einen gesehen. Nein, Hildegard sagt, das sind kalte und nasse Kreaturen. Sie kommen in diesem Herbst nicht raus. Vielleicht habe ich deshalb nur einen. Wofür brauchst du die Frösche? Als ob ich dir das sagen würde. Du würdest petzen. Werde ich nicht? Ja, richtig. Tut mir leid, Max. Ich sag's nicht. Du musst abwarten, dann siehst du es schon. Oder frag Artemis. Vielleicht sagt sie es dir. Also schön, ich werde mit deiner Schwester reden. Aber sei vorsichtig, du musstest in diesem Jahr schon zur Beichte. Oh, das wissen wir. Große Froschplage 1543, der Schlüssel zur Erlösung. Aha, yes. Wo finde ich Artemis? Schwein. Nee, gut. Zu der Salzmine gehe ich später. Ich schaue jetzt erstmal, ob ich das ist der alte Friedhof. Interessant, interessant. So, ich gehe jetzt erstmal zum alten Peter. Das interessiert mich mal nicht mehr hier. Nee, da will ich nicht hin. Ich will runter. Martin, ich glaube, die Geschichte von Martin ist auch auserzählt. Das ist schön, wie jetzt die Fäden zusammengehen hier. Ne? So, da muss ich auch nicht hin. Sondern ich muss zum alten Peter. Also. Hallo Peter, kann ich kurz mit euch sprechen? Was? Kann ich einen Moment mit euch sprechen? Ja Gott nochmal, schreibt mich nicht an. Es tut mir leid, Peter. Was wollt ihr überhaupt? Ich habe mich gefragt, ob ihr mir einige der Geschichten über Tassin erzählen könnt. Oh, die alten Geschichten, Wisst. Es ist schon ewig her, seit jemand mich nach dem gefragt hat, was ich weiß. Aber ein paar der alten Geschichten spuken immer noch in meinem Schädel herum. Gibt es Mythen aus der Zeit, bevor die Römer nach Tassin kamen? Aber natürlich, die Römer waren nicht die Ersten, die hier lebten, wisst ihr? Es gibt Geister in diesen Wäldern, die älter sind als die Heiligen. Älter als die Römer. Sie beschützen Tassin lange, bevor der heilige Moritz seinen gesegneten Fuß in die Stadt setzte. Was für Geister? Die Sorte, auf die ich hinaus will, hat euer Vater euch keine Geduld beigebracht, Magdalene. Wisst, Verzeihung. Herrchter und ihre wilde Jagd verscheuchen die Bösen. Sie beschützen Tassin seit der Gründung. Herrchter und die wilde Jagd. Das passt natürlich alles zusammen, ne? Perchta und Diana und Artemis.
zu beschützen. Mhm. Lange vor den Römern streiften unsere Vorfahren diese Berge unter einem großen Stammesfürstes namens Rhaetus. Moment, ist Rhaetus nicht ein lateinischer Name? Hä? Die Endung seines Namens ist die männliche Singularendung, die bei den meisten römischen Männernamen üblich ist, also Gaius Metellus. Ja, klar. Viele Namen enden mit demselben Buchstaben, sie sind deshalb gleich lateinisch. Ja, sind sie. Seid jetzt endlich still und hört zu. Die Menschen waren damals nicht so freundlich wie heute und die Stämme kämpften um das beste Land. Also warum heißt der Rhaetus? Weil er in der römischen Geschichtsschreibung auftaucht. Ja, also das heißt, der hatte einen germanischen Namen und der wurde dann latinisiert. Die Menschen waren damals nicht so freundlich wie heute und die Stämme kämpften um das beste Land. Der alte Stammesfürst war ein gelbbäuchiger Feigling, der die alten Götter vernachlässigte. Er war zu stolz, um Opfer zu bringen. Wegen ihm bevorzugten die Götter andere Stämme und Rhaetus' Leute hatten kein eigenes Land. Stattdessen wanderten sie durch diese Berge und Täler, sie jagten und sammelten, um zu überleben. Hust. Eines Tages, als der Winter nahte, ging Rhaetus auf die Jagd und fand in einer Falle einen verwundeten Wolf. Das ist die Story von Metellus. Das ist die Story von Gaius Metellus. Einen verwundeten Wolf. Aber anstatt das Tier zu töten, wie es die meisten tun würden, half er ihm und befreite es. Und so kommt... kommen die Geschichten zusammen. Denn... wenn Mars sich in einen Wolf verwandelte, um Tassia zu retten, wonach der Ort offensichtlich benannt ist, dann retteten Gaius Metellus und Rhaetus nicht irgendeinen Wolf, sondern Mars. War der Wolf ein Geist in Verkleidung? Ha, natürlich nicht. Wölfe sind Wölfe, Mädchen. Geister brauchen keine Tierarten. Dennoch habt ihr ein Gefühl für die Sache. Die alten Götter sind bestrebt, Gefälligkeiten zurückzuzahlen und Pechta ist die Göttin der wilden Jagd. Die Wölfe sind ihre Tiere. Sie führt die wilde Jagd an und die Wölfe führen im Wald die Jagd an. Zu meiner Zeit wussten die Leute, dass es Unglück bringt, einen Wolf zu töten. Jetzt bin ich der Einzige, der sich an diese Dinge erinnert. Ist Hust. Pechta hat Rhaetus beobachtet, schenkte ihm ihre Gunst und befahl dem Wolf, dem Stammes Fürsten zu ihrer heiligen Quelle zu führen. Rhaetus führte seinen Stamm zur Quelle, beanspruchte sie für sich und seitdem leben wir in diesem Tal. Dann kamen diese verdammten Römer und zerstörten alles. Aber wisst ihr, es gab andere Götter, die diesen Ort vor dem heiligen Mord schützten. Deshalb verehren einige von uns Pächter immer noch. Sie beschützt uns vor Hexen und Unhold. Eine wunderbare Geschichte, ideal für den ersten Teil des Wandbildes. Gut, gut, schön zu wissen, dass ich in dieser Stadt immer noch von Nutzen sein kann. Was ist mit den Römern? Kennt ihr römischen Legenden über Passen? Römische Legenden? Pah. Geschichten über Fremde und Götter, die nicht unsere eigenen sind, interessieren mich nicht. Die Römer haben unser Volk unterworfen und diese Stadt zerstört. Wir haben daraufhin Generationen damit verbracht, Tassing wieder aufzubauen. Und doch sterben unsere Traditionen, weil niemand sie weiterführt. Nur Ursula gibt heutzutage noch etwas auf sie. Deshalb will ich davon erfahren, Peter. Diese Geschichten gehören auf das Wandbild. Das Wandbild? Gut, gut. Aber ich weiß nichts über diese alten Römer. Schon gut, schon gut. Ich muss jetzt viel nachdenken. Danke, dass ihr eure Geschichten mit mir geteilt habt, Peter. Wenigstens will mir jemand zuhören. Die kleine Ursula saß vor Jahren neben mir und hörte sich alles über die alten Bräuche an. Dafür ist sie jetzt natürlich zu beschäftigt, aber ihr solltet mit ihr reden. Sie erinnert sich vielleicht an mehr als ich jetzt. Ich habe früher auch der Witwe zugehört. Die alte Ottilia wusste mehr über die alten Bräuche als alle anderen. Ah, ich bin müde. Wenn ich so viel rede, schmerzt immer mein Kiefer. Dann ruht euch aus. Gott segne euch bitte. Okay. Wir schauen mal, ob wir Artemis noch finden. Die sollte ja hier bei Jörg und
Veronika rumhängen. Vielleicht sind die oben. Ich glaube, im Schlafzimmer. Ach. Ach, so schlecht geht's ihnen jetzt aber nicht, ne? Klar. Könnte alles besser sein, aber soll ich Veronika fragen? Hallo Magdalene. Wie geht es mit dem Wandbild voran? Ich hoffe, mein Mann hat euch deswegen nicht zu sehr belästigt. So. Ja, aber ich will mich jetzt nicht über Scharniere unterhalten. Komm, geh weg. Ich hab gedacht, ich hab gehofft, die kann mir was über. Ah. Ich habe sie gebeten, nach den Hühnern zu sehen, aber sie sind verschwunden. Sie fangen aus irgendeinem Grund Frösche im Wald. Ha, diese beiden, wofür brauchen sie überhaupt Frösche? Vater Thomas sagt, dass sie nur deshalb viel Ärger machen, weil ich sie nach griechischen Göttern benannt habe. Er sagt, dass diese Namen Macht haben, aber ich mag sie immer noch. Außerdem waren Apollo und Artemis Götter der Tugend. Wenn überhaupt, sollten sie sich besser benehmen. Ich glaube nicht, dass irgendwas die Zwillinge davon abhalten wird, ihren eigenen Weg im Leben zu gehen. Ah, da habt ihr recht. Vater Thomas verbringt zu viel Zeit. Ich suche jetzt besser diese Rauke. Viel Glück mit dem Wandbild, Magdalena. Danke, Veronika. Bis später. Gut, okay. Ich wollte eigentlich nur wissen, wo Artemis ist. Aber sie weiß es selber nicht und erzählt mir was über Scharniere. Interessiert mich ja nicht. So. Ach, guck an. Mathilda und Weißler. Und Andres geht nicht mehr, der ist immer so alleine. Hallo Magdalene, wie geht es Klaus? Er ist am Leben und darauf kommt es an. Habt ihr herausgefunden, wer ihn geschlagen hat? Nein, wer auch immer es war, da ließ keine Spur. Ein schreckliches Verbrechen, schrecklich. Möge Gott sich um euch beide kümmern, wir hatten schon genug Tragödien in dieser Stadt. Hat Gertrude ihn besucht? Ihr vertraue ich mehr als diesem Doktor. Er ist nicht zuverlässig. Das habe ich gemerkt. Interessiert ihn seine Arbeit? Ich weiß es nicht. Er hat immer gesagt, er wäre zu gut für Tassingen, zu hören bestimmt. Trotzdem ist er noch hier. Warum sitzt er im Rat? Ungeachtet seiner Fehler bleibt er ein gebildeter Mann. Ich nehme an, das ist von Bedeutung. Ist es gerecht? Es ist, wie es ist. Es ist, wie der Herr es bestimmt hat. Hoffe ich. Ah, aber ich sollte nicht ratschen. Wenn es etwas gibt, das ich für euch tun kann, lasst es mich wissen. Das mache ich. Vielen Dank für eure Freundlichkeit, Andres. Nichts zu danken. Ich schulde eurem Vater mehr, als ich sagen kann. Passt auf euch auf, Magdalena. Na gut, das war jetzt wenig ertragreich. Nützt es was, Mathilda und Wolfgang nach der Tinte zu fragen? Na, ihr könnt nicht schreiben, was sollen die mit Tinte? So. Die Frage ist, die würden jetzt auch zu lange dauern. Die leben jedenfalls zusammen, ist so schön. So, da haben wir Ursula. Mit der reden wir mal. Mal sehen, was die mir zu erzählen hat. Hallo Magdalene. Und wer ist denn Fabian? Guten Morgen Magdalene. Wo kommt Fabian her? Was ist das für ein Typ? Aber schön, dass Ursula lebt. Sie hat ja ein bisschen Sorge mit ihrer Husterei. Walpurga. Na, das wird Vater Thomas aber gefreut haben. Okay. Brigitta und Martin Bauer, Engel von Agnes und dem verstorbenen Linhard Steinhauer. Der Wolf ist nicht mehr da. So hieß er. Der Wolf. Ach, Linhard ist gestorben. Das ist aber schade. Das hatten wir aber schon, ne? Schade. Den hätte ich gerne mal gesprochen. Na, das heißt, kann ich alles machen.
So, wir waren jetzt bei... Jetzt müssten wir noch zum Kreuzerhaus gehen, um den, mit dem schwarzen Till zu sprechen. Und dann gehen wir in die Salzmine. Und keine Ahnung, wo Artemis ist, interessiert mich nicht. Da ist Ötz. Den sie mir alle als Mann anbieten wollen. Schwarzer Till. Gott segne euch, Margarete. Gott segne euch, Till. Habt ihr einen Augenblick Zeit? Natürlich, was braucht ihr? Jetzt sagt, ihr seid besessen von eurem Bild. Ich beschäftige mich für den ersten Teil des Wandbilds mit der frühen Geschichte von Tassing. Mutter Illuminata hat gesagt, euer Großvater hätte viel über die Geschichte der Stadt gelesen. Ah, fruchtbare Felder. Alte Topfscherben und lateinische Belanglosigkeiten waren seine einzigen Gesprächsthemen. Die gesamte Lektüre meines Großvaters stammte allerdings aus der Bibliothek der Abtei. Und ihr wisst, was passiert ist. Einfach so in Rauch aufgegangen. Habt also keine seiner alten Bücher? Nur wenige. Großvater wollte einige kaufen, als die Abtei finanziell klamm war, aber sie waren zu teuer. Aber ich kann euch etwas Besseres zeigen als Bücher. Wisse? So könnte man es sagen. Also wir haben keine Bücher über die alten Heiden, aber wir haben ihre Sachen. Scherben von Keramiktöpfen und Tieren, Ziegelsteine aus einem alten Brennofen, Berge von Salz. Ich habe sogar einen kleinen Bären aus Bernstein gefunden. Wo bewahrt ihr diese Sachen auf? Nirgendwo, wir werfen sie zusammen mit den Steinen und Wurzelklumpen auf einen Haufen. Sicher, die Sachen sind interessant, aber wir können nicht viel damit anfangen, außer sie uns anzusehen. Wo habt ihr das alles gefunden? Nicht nur ich. Karl findet Sachen. Fabian auch. Ah, das ist okay. Jeder Bauer wird euch das bestellen. Es liegt alles da draußen auf den Feldern, unter der Erde. Es vergeht keine Saison, ohne dass ich etwas finde. Was könnte das alles bedeuten? Ich verstehe nicht. Wie haben diese Menschen wohl gelebt? Einfach würde ich sagen, aber durchaus angenehm. Von ihrer Kleidung oder ihren Behausungen ist nicht viel übrig. Wahrscheinlich alles wird wahrscheinlich alles verrottet sein. Sie müssen also wohl in Hütten gelebt haben. Aber ihre Werkzeuge sind von guter Qualität. Wenn sie nicht alle komplett verrostet wären, könnte ich sie wahrscheinlich heute noch benutzen. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte angenommen, sie hätten in Höhlen oder im Dreck gelebt. Sie waren keine Christen, das steht fest, aber sie waren auch keine Tiere. Sie hatten es schwer, aber sie kamen zurecht. Nicht viel anders als heute, wirklich. Ihr habt vorhin Salz erwähnt. Haben die Heiden die Mine angelegt? Anders kann es nicht sein, würde ich sagen. Die meisten denken, dass es eine römische Anlage war, aber ich denke, die Römer haben einfach ausgegraben, was bereits da war. Deshalb war Tassing für die Römer so wichtig. Salz. Tassing lag also nicht nur an der Reichsstraße, sie führte durch Tassing. Denkt ihr, dass da unten von den Heiden noch etwas übrig ist? Ich weiß es nicht, aber wenn, dann müsste es besser erhalten sein, als das, was wir auf den Feldern auskommen. Magdalene sagt mir, dass ihr nicht die Absicht habt, dort hinunterzugehen. Ich habe definitiv keine Absicht, dort hinunterzugehen. Junge Dame, ich mag nicht auf dem neuesten Stand sein, aber von gestern bin ich auch nicht. Ich erkenne eine Lüge, wenn ich eine höre. Diese Mine ist hunderte von Jahren alt. Ihr könntet euch schon beim Reinkommen das Genick brechen. Für das Wandbild lohnt sich das. Es muss perfekt werden. Stellt euch vor, wie euer Vater sich fühlen würde, wenn ihr verletzt würdet. Ihr darf es nicht erfahren, ihr werdet es ihm nicht sagen, oder? Ich werde euren Vater nicht anlügen, damit ihr euch in Gefahr bringen könnt. Ihr seid ein kluges Mädchen und werdet zweifellos einen Weg finden, wenn ihr es euch in den Kopf gesetzt habt. Aber ich kann dir nicht helfen, Magdalena. Es würde deinem Vater das Herz brechen, wenn dir etwas zustieße. In Ordnung, ich verstehe. Gut. Ich bin froh, wenn ich etwas Wissen beitragen kann. Es ist wichtig, die eigene Vergangenheit zu kennen. Denkt ihr, die Sachen der Heiden werden es auf das Wandbild schaffen? Ich kann morgen einige Sachen, die die Jungs und ich gefunden haben, ins Rathaus bringen, wenn das hilft. Das wäre großartig. Ich bin froh, dass ihr euch dafür interessiert, Magdalene. Ich dachte, außer mir und Großvater würde sich niemand für die Heiden interessieren. Ich muss euch warnen, solltet ihr in den Wald gehen, haltet Ausschau nach den Männern des Herrn. Sie sind streng, schlimmer als früher. Ich werde vorsichtig sein. Bis morgen. Bis dann.
Das war doch gut. Das war doch gut. Das war doch gut. So, die Frage ist jetzt, ob ich dem Mathieu noch schnell schreibe. Bevor ich in die Mine gehe. Kann ich nicht? Kann ich nicht. Dann schreibe ich halt nicht dem Mathieu. So, dann würde ich sagen, in die Mine. Soll ich mit dem nochmal reden, mit der Pole? Hey Magdalena. Wiedersehen. Ein Schwein da draußen. Das muss aus einem Stall ausgebrochen sein, wenn es wohl gehört. Wenn das Wandbild so originalgetreu wie möglich werden soll, muss ich selbst den Schacht hinunterklettern. Eingang ist extrem steil. Er wurde seit den Jahren nicht mehr benutzt. Es muss irgendeinen Weg hinuntergeben. Ach, das ist mir alles zu umständlich hier. Nee, nichts mit später wiederkommen. Schon nichts passieren. Den Schacht hinunterklettern. Komm, los geht's. Ich warte nicht auf Artemis oder auf Balthas oder auf sonst irgendwen. Ich klettere da jetzt runter. Ich habe mit dem Seil zu bauen noch. Dafür ist das Ganze zu spannend. Ich muss mal schauen, wie lange die Aufnahme schon läuft. 37 Minuten. Ah, wir sind gut im Spiel. So. Na komm. Irgendwas wird schon noch durchbrechen. Da fehlt ein Sprosse. Oh. Na, wenn das jetzt alles war, so gefährlich war es nicht. Okay, Magdalena, das passt. Jetzt macht sie sich ein Licht an. Ich bin gespannt. So. Die Werkstatt zu Hause benutzen. Viele verschiedene Münzen. Seltsam, das kann doch nicht der Brunnen eines Heiligen sein. Oh, eine Tafel mit Schrift drauf. Was ist ein Gedicht? Anscheinend eine Liebesbotschaft. Die Liebe deiner Brust lässt schwellen in mir eine aufstrebende Leidenschaft. Dein Haar. Geliebte J, dein Haar. Oh, wie süß. Hehe, anschwellende Leidenschaft. Okay, gut. Oh, das sieht aus wie eine größere Version von einigen von Balthas Geräten. Diese Winde muss an einer Art Flaschenzug
System befestigt gewesen sein. Faszinierend. Achso, um hoch und runter zu kommen, ne? Okay. Was ist das? Jetzt bin ich hier unten. Mal sehen, was ich aus der Römerzeit finden kann. Was ist das? Oh, Knochen. Sie sind viel zu groß, um menschlich zu sein. Eine Hörner sieht für mich aus wie ein Maultier. Vielleicht hat es diese Winde bewegt, arme Kreatur hier unten zu sterben. Es ist gut, dass wir die Animalibus gelesen haben. Was ist das? Oh, ein Stück Keramik. Es ist wunderschön. Hier ist noch ein Stück. Oh. Das sieht vorrömisch aus. Oh, das muss diese selbe Art von Figuren sein, die Till und die anderen Bauern auf den Feldern finden. Schon der Gedanke, dass so viele Überreste unserer Vorfahren auf Feldern und in Höhlen wie dieser verstreut sind. Das lohnt sich auf alle Fälle, ne? Dieses Kramwerk ist überall verstreut. Noch ein Töpferstück. Das Stück sieht aus, als würde es zu dem anderen Stück passen, das ich gefunden habe. Er wundert mich aber, wieso das so verteilt in der Gegend rumliegt, ne? Jetzt wird's interessant. Da steht was an der Wand. Noch ein Stück. Ich frage mich, ob sie alle vom selben Topf stammen. Hier ist eine lateinische Inschrift. Cassia, gebe mir Wasser oder Blute bewahre mich. Dieses Salz lässt mich zu Tode vertrocknen. Cassia. Das klingt nicht so, als wäre die Arbeit hier unten angenehm gewesen. Oh. Sieht aus wie eine römische Karte von Tassing. Ich frage mich, was sich wohl geändert hat. Mal sehen, ob ich alles zuordnen kann. Es gibt das Aquädukt und die Quelle. Die Abtei war eine alte Festung auf dem Hügel und da ist der Rest der Stadt. Moment, was ist das für ein Gebäude? Ich erkenne es nicht. Mitraeum. Das Wort stand in keinem meiner Bücher. Ich kann nicht genau sagen, was es auf der Karte bezeichnen soll. Vielleicht eine Art Tempel? Tja, was auch immer es ist jetzt nicht in Tassing. Das ist merkwürdig. Okay, was haben wir hier? Das war die Saline. Ob hier um die Stadt... Wusste ich persönlich nicht. Und zwar, ich schaue gerade mal nach. Das ist ein Mitraeum. Moment, das müssen wir irgendwie mal ein bisschen clever zuschneiden. Ist ein Tempel des Mithras-Kultes. Also, egal was für ein Kult, aber es ist auf alle Fälle ein Tempel. Ein Tempel. Ein Tempel. Okay, also es gab erwartbar, gab es ein Tempel. Gut. Und er ist nicht mehr da. Wir haben auf den Ruinen... Oh, noch eine Scherbe. Halt, Moment, jetzt gucke ich. Halt. Zurück.
Brause auf. Ich schaue jetzt, ob für die Tempelanlagen des Mithras-Kultes Labyrinthe. Also, Mithraeum. Schauen wir noch. Na, das ist wirklich speziell. Also, Mithraeum. Mithraeen waren meist unterirdisch angelegt oder in Fels gehauen. Für die nur ein bis zwei Dutzend Mitglieder zählenden Mithras-Gemeinden, also wirklich wenig, genügte ein verhältnismäßig kleiner Kultraum. Das größte bekannte Mithraeum bot Platz für 80 Gläubige. Im Gegensatz zum Christentum, wo in größeren Gemeinden entsprechend größere Gotteshäuser gebaut wurden, wurde im Mithraismus ihre Zahl, nicht ihr Volumen, vergrößert. Zur Blüte des Mithras-Kultes im 3. Jahrhundert soll es allein in Rom 800 Mithraeen gegeben haben. Da die einzelnen Mithraeen jedoch meist nicht lange in Benutzung waren, sagt diese hohe Zahl nichts über die Zahl ihrer Anhänger aus. Und Zerstörer und Zerfall. Wie draus kommt. Ich suche einen Hinweis auf Labyrinth-Darstellungen. Jesus, Mithras und der Kampf mit dem Minotaurus. Das ist klar, Theseus. So, dieser Mythos ist nicht in einem Vakuum verstanden. Zur Zeitenwende, also vor rund 2000 Jahren, war im Mittelmeerraum der Mithras-Kult weit verbreitet. Es gab durchaus die Chance, dass er das Rennen gemacht hätte in jener Zeit, nicht zuletzt deshalb, weil er das Bedürfnis der Schwachen nach Heldentum besser bedient hat. Der Sonnenheld Mithras, eine Art antiker Superman, besiegt im Zweikampf einen Stier, schleppt ihn in eine Höhle und opfert ihn dort. Wie alt die Geschichte von Theseus' Kampf mit dem Minotaurus ist, weiß niemand. Das Labyrinth-Symbol ist laut Hermann Kern gut 5000 Jahre alt, mindestens. Vielleicht war die kretische Sage das Vorbild für den Mithras-Kult. Vielleicht war es genau andersrum. Egal. Jetzt sehen wir überall die Werbung eingeblendet, so blöd. Okay. Das muss ich mal noch ein bisschen sacken lassen. Also, es gibt ein Mithraeum, das ist offensichtlich eine unterirdische, ein höhlenartiger Tempel, in dem Mithras verehrt wird. Und dieser Mithras hat einen Stier getötet, ähnlich wie Theseus dem Minotaurus. Und das Labyrinth-Symbol ist möglicherweise sowohl mit Theseus als auch mit Mithras verbunden. Und in der Kirche, Moment, jetzt gehen wir mal ins Spiel zurück. In der Kirche, unsere liebe Frau vom Labyrinth, ja, haben wir das Labyrinth als Motiv. Gut. Das heißt, wenn wir das Ganze nicht sehen,
ist vielleicht die Kirche aus dem Fundament des Mitriums gebaut. Sonst würden wir sie ja noch sehen. Oder hätten Ruinreste oder irgendwas. Das sieht fast aus wie ein Altar, aber was macht ein Altar in einer Salzmine? Er ist sogar aus Salz geschnitzt. Noch eine Inschrift. Eine weitere Inschrift. Nicht sehr formell, ein Arbeiter muss sie angefertigt haben. Laetus' Seele stieg im Mitrium auf. Meine Seele wird in dieser verdammten Salzhalle hinabsteigen. Christus, das ist hart. Es ist wieder dieses Wort Mitrium. Es muss wichtig für die Römer gewesen sein. Also Mitriumskult. Mit dem Labyrinth. Treus Labyrinth. Ist das die Kirche? Steht die Kirche? Ach, die große Güte. Jetzt muss ich mal ganz kurz nach der Zeit gucken. Ach, das ist mir jetzt egal. Also folgendes. Mitreus, Labyrinth, Mitreum, Labyrinth, Kirche von der lieben Frau vom Labyrinth. Die haben die Kirche auf dem Mitreum gebaut. Und haben ein Stilmerkmal, also faktisch, als sie vom Mitreus-Kult zu Christen geworden sind. Wir haben ja, der Mitreus-Kult ist nicht christlich. Der Mitreus-Kult ist nicht christlich. Also wenn sie vom Mitreus-Kult zu Christen übergegangen sind, als die Anhänger vom Mitreus-Kult, als sie bekehrt worden sind, haben sie faktisch in die Kirche ihren alten Kult mit eingebaut. Das ist ganz typisch, das passiert wirklich überall und das sieht man ja auch in der Überformung dann der ganzen Legenden um Mars, Gaius Metellus, den heiligen Moritz, Perchtau und die wilde Jagd, Raetus, Satia, Tassia, Wölfe überall. Man sieht es ja permanent, dass das eine zentrale Rolle spielt. So, jetzt sieht man hier meine Notizen. Und die Kamera hat sich wieder verstellt, weil ich sie aufgeregt gerade mit den Armen gewackelt habe. Jetzt muss ich das mal ganz kurz zurückstellen. Und so, dass ich wieder im Bild bin. Halt, war schon zu weit. So. Also. Die vorrömische Besiedlung hat Perchta verehrt. Da gab es eine ganze Menge Geschichten. Dann kommen die Römer in diese Region, die hören diese Geschichten mit der wilden Jagd, bauen ihre eigenen Geschichten drüber mit Mars und Tassia und dem Wolf. Da gibt es noch irgendeine Geschichte mit Gaius Metellus und Bekehrung und Christen. Und diese Kultstätten werden immer überbaut. Das heißt, wir haben erst den Perchta-Kult. Dazu passt die Geschichte vom Mithras-Kult. Also der den Stier erlegt hat. Ja. Die Kultanhänger des Mithras-Kultes nehmen ein Gestaltungselement aus ihrem Mitreum mit in die neu gebaute Kirche, die jetzt die Kirche von der lieben Frau vom Labyrinth heißt. Und das Mitreum liegt unter der Kirche. Und dreimal dürfte raten, was Amalie gefunden hat, als sie ihr Grab gegraben hat. Die hat aus Kontemplation das Mitreum entdeckt. Deswegen riecht sie nach Moos und das war ihr Zugang zum Labyrinth. Das war ihr Zugang zu diesem unterirdischen Höhlensystem. Das haben wir noch nicht gefunden. Also wir haben den Zugang zum Mitreum noch nicht gefunden.
war der Weg. Nicht durch den Wald, nicht am Köhler vorbei, sondern durchs Mitreum. Das hat sie entdeckt. Und deswegen hat Thomas zu Linhard gesagt, er solle nach der Flut nicht an dem Fundament der Kirche rumbauen. Da ging es nicht um den Friedhof und die drei Knochen, die da lagen. Es ging um die Entdeckung des Mitreums. Was hat das mit dem heiligen Moritz zu tun? Thomas wollte das Mitreum versteckt halten. Vor Linhard. Thomas wollte das Mitreum versteckt halten. Malia hat das Mitreum zufällig entdeckt. Durch das Mitreum kommen sie in das ganze unterirdische Höhlen- und Labyrinthsystem der Römer. Wovon da ist mit Sicherheit auch ein Sack geduckt. Deswegen ist sie nicht über den Wald, als wir den Geist gesehen haben, ist sie nicht über den. Und das war sie, die die Botschaft gebracht hat. Deswegen ist sie nicht durch den Wald gegangen, sondern sie ist durchs Mitreum zurück in die Kirche gegangen. Deswegen konnte die auch da sein, als Andreas dann die erste Vision gehört hat von ihr. Ach, das ist alles verrückt. Also hängt weder Gertrude drin noch Adam. Sondern nur Thomas und Amalie. Um das Mitreum geheim zu halten. Also um die Wurzeln von Tassing geheim zu halten. Okay. Das ist das Ziel. Deswegen ist jetzt auch natürlich Klaus geschlagen worden. Und liegt im Sterben. Da ist aber die Frage, wer es getan hat. Ich denke, es war Thomas. Oh, noch ein Stück. Mehr lateinische Schrift. Wenn wir das Mitreum nicht betreten können, werden wir unsere eigenen Altar für die Götter errichten. Wieso kannst du das Mitreum nicht betreten? Es klingt, als wäre das Mitreum eine Art Tempel. Ich habe das Wort noch nie gehört. Gut, das haben wir jetzt gerade rausgefunden. Bauen einen eigenen Altar, das ist es. Mit der Lanze in der Hand. Hacke mit Lanze. Was will Mithras? Das müssen wir nochmal genauer anschauen. Hat Mithras mit der Lanze den Stier getötet? Das wird ja immer verrückter. Was sind faktisch die... Dann ist faktisch die... Ich krieg's noch nicht so ganz zusammen. Aber die Geschichten sich überlagern und ähnliche Motive haben, das ist jetzt nichts Neues. Da geht's mehr oder weniger um diese Konstellation, eine weitere Scherbe. Und ich habe viele dieser Grabenstücke, ich sollte herausfinden, ob sie alle vom selben Topf stammen. Jetzt bin ich ganz bisschen gut. Haben wir jetzt das Rätsel gelöst? So funktioniert das. Soll ich mal was machen, dass der Kopf der Binde vielleicht irgendwo hinkommen? Ist das auch? Oh, so. Mal sehen, ob ich das überhaupt gerade hinkriege. Hey. Da muss das Ganze anfangen. So. Und das sieht aus wie ein Ellenbogen. Das passt doch ganz gut. Ah, hier. Das müsste dann hier. Dann kommt das eigentlich gleich hier an. Halt sich nicht drin. Das
suchen wir mal weiter nach dem Rand. Das kann man so gut machen. Nee, nicht drehen. Ich will einfach nur. Gut. Kommt das vielleicht hier rüber? Naja, hier. Da haben wir das nächste Stück. Halt nicht. Wenn es schon richtig da liegt, warum müsste es dann nochmal drehen? So, das ist jetzt ein bisschen komisch. Okay, das sind Wölfe hier. Das kommt vielleicht hier hin. Nee, nicht da hin. Da hin. Da sind die Wölfe. Okay, das ist der Mann. Da haben wir hier das Stück. Das muss vielleicht hier hin. Dann drehen wir das mal rein. Okay. Das sind die Wölfe. Die wilde Jagd. Die wilde Jagd scheint das zu sein. Der Bär ist da. Stimmt das? Das stimmt noch nicht mit dem Bein hier. Das ist Quatsch. Müssen wir noch mal wegmachen. Nee, das gehört woanders hin. Komm. Das interessiert mich nicht. Das hier vielleicht. Muss das hier ran? Ah ja. Und da ist der Dolch. Okay. Ach so, der Mann liegt hier unten. Das habe ich nicht gesehen. Ach, der liegt. Ganz Zeit gewundert. Das sieht auch nicht gut aus. Das hier, das um. Und dann das daran. Das ist toll. Ich hab's. Die Figuren auf diesem Topfdeckel sehen aus, als würden sie eine Geschichte erzählen. Diese Gemälde müssen einen frühen Mythos darstellen, noch vor den Römern. Mal sehen, das muss Perchta sein. Und das sind die Geister des Waldes, Teil der wilden Jagd. Da sind sie, die Geister. Oh Gott, der nächste Teil sieht aus wie ein Menschenopfer. Jemand, vielleicht ein Stammesfürst, opfert Perchta einen Mann. Die untere Hälfte des Deckels setzt die Geschichte fort. Die hier sehen aus wie Geister. Sie kommen wohl, um sich dem Opfer zu weihen. So müssen unsere Vorfahren versucht haben, Tassim zu beschützen. Sie brachten Perchta Opfer. Unsere Vorfahren haben das gemacht und ich halte es jetzt in Händen. Vielleicht sollte ich das auf dem Wandbild darstellen. Ich werde noch darüber nachdenken müssen, bevor ich mich endgültig entscheide. Gut, ich sollte besser weitergehen, bevor das Öl in meiner Lampe ausgeht. Oh, ein Einsturz. Das Holz sieht hier neuer aus als im vorderen Teil der Mine. Ist es erst kürzlich passiert? Ich kann wegen dieser Trümmer nicht weitergehen. Ich nehme an, hier ist mein Weg zu Ende. Aber die Wandmalereien haben mir Tassin gezeigt, wie es zur Zeit der Römer war. Ich frage mich, ob ich herausfinden kann, wo das Mithraeum war und oder was es genau ist. Und das Zusammensetzen der Keramikscherben fördert eine der frühesten Geschichten von Tassing zutage. Ich glaube, ich habe alles gesehen, was es hier unten gibt, und mein Öl geht zur Neige. Zeit, wieder hinauszuklettern. Okay. Also, mit großartigen Entdeckungen. Das Mithraeum liegt unter der Kirche mit einem gemeinsamen symbolischen Haushalt im Labyrinth. Das versuchte Thomas zu verstecken. Vor uns. Mal sehen, ob das gut geht. Ah. Halt, wer da? Hallo, ist da jemand? Ich sollte diesen Schacht verlassen, bevor er noch einen Stein herabstürzt. Dann los. Vielleicht hätte ich doch nicht alleine reingehen sollen. Ach, nur auch egal. Jetzt sind wir wieder draußen. Also das war eine großartige Folge. Wir sind dem Rätsel ein ganzes Stück, wer war das? Ein ganzes Stück näher gekommen. Sogar Apollo und Artemis hätten mir hier rausgeholfen. Nun, da ich mehr Informationen habe, kann ich einige Entscheidungen zum ersten Abschnitt des Wandbildes treffen.
Ich sollte ins Rathaus zurückgehen und weiterarbeiten. Na gut, das schauen wir uns mal noch an. Schauen wir mal nach der Aufnahmezeit. 1:05 zum Rathaus gehen. Mache ich das? Gehe ich jetzt noch zum Rathaus? Das ist der Punkt gewesen, warum Thomas... Warum... Ja, das wollte ich jetzt eben nicht. Hallo, hey ihr. Ja. Ich bin Haller Brandt, der Wildhüter des Herrn. Warum lasst ihr Schweine im Wald grasen? Das tue ich gar nicht, das ist nicht mein Schwein. Ich laufe seit Stunden durch diesen Wald. Außer dem Köhler und dem Kesselflicker seid ihr die einzige andere Person, die mir begegnet ist. Wenn das Schwein nicht euch gehört, was macht ihr dann hier? Muss ich jeder dafür rechtfertigen, im Wald zu sein? Wenn ich denke, dass ihr das Holz des Herrn stehlt oder illegal eure Schweine grasen lasst, dann schon. Nun gut, lasst mich eine andere Frage stellen. Wessen Schwein ist es? Das weiß ich nicht. Das Schwein war schon da, als ich ankam. Ein mysteriöses verirrtes Schwein, das anscheinend niemandem gehört. Ich denke schon. Ja, da hat sich das erledigt mit dem Schwein. Wenn ich noch mehr Schweine in diesen Werken finde, töte ich sie auf der Stelle. Und diejenigen, die sie hergebracht haben. Versteht ihr? Ja. Gut. Erinnert eure Nachbarn daran, was passiert, wenn sie die Gesetze des Herrn brechen. Ich wusste, dass die Männer des Herrn in diesen Laden patrouillieren. Habe aber noch nie einen gesehen. Ich wusste nicht, dass sie so streng sind. Ich nehme an, ich sollte mich glücklich schätzen. Wie auch immer, ich ziehe raus aus dem Wald und zurück an die Arbeit im Rathaus. Das hatte ich jetzt nämlich befürchtet, dass mit dem Blick auf die Uhr, dass ich, wenn ich jetzt hier durch die Stadt laufe, permanent noch irgendwelche Leute angelaufen kommen und mir erzählen, was es noch alles zu tun und zu gucken gibt. Und ich wollte eigentlich jetzt die Runde beenden. Oh, jetzt kommen wir an der Küche. Das ist es. Das ist es. Ich verlinke in der Infokarte die Stelle, in der Amalie sagt, dass sie das Grab gräbt. Und ich denke, sie hat zu tief gegraben. Bevor wir jetzt ins Rathaus gehen, mache ich Schluss an der Stelle. Und das war eine tolle Folge. Wir wissen, das Mithräum liegt unter der Kirche. Thomas versucht, das Mithräum zu verbergen. Und Amalie ist nicht durch den Tempel neben dem Schrein der Satya in das Aquädukt eingestiegen, sondern sie hat einen eigenen Zugang über das Mithräneum. Das hat sie gefunden, indem sie in ihrer Zelle ihr eigenes Grab gegraben hat. Also reiner Zufall. Und ich bin gespannt, ob ich damit richtig liege. Also ich denke aber schon, das ist ja alles mittlerweile super zusammen. Und dass wir dann hier in der nächsten Woche, oder in der nächsten Woche, ist ja ein Quatsch, aber in der nächsten Folge einfach weitermachen können. Bin schon sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ich lese noch ein bisschen zu dem Mithräum herum. Vielleicht kriege ich noch einen anderen Hinweis auf das Labyrinth. Auf jeden Fall ist es auch wieder einer, der durch die Gegend läuft mit dem Speer in der Hand und also Mithras und Tiere tötet. Und das passt ganz gut auf den ganzen anderen Rest der Geschichten. Zumindest passt es wieder zu einer männlichen Figur mit einem Speer in der Hand. Gut. Spannend. Echter und die wilde Jagd. Ja, ich bin auch gespannt. Hoffentlich kann man Berlin das fertig malen. Okay, also bis dahin und bis zum nächsten Mal. Ciao.